Servus Leute, mein Name ist Carlo von Goalkeepers. Und heute gibt es nach langer, langer Zeit wieder ein Review. Diesmal gleich ein Special-Handschuh, nämlich der Predator Pro von Adidas. Eine ganz neue Serie. Bevor wir aber hier auf dem Platz die Handschuhe testen, höre ich zu, was der Profi zu sagen hat, was die Idee dahinter ist, was die Features sind. Ich würde sagen, nicht lange schnacken, weitermachen. Let's go! In 2018 ist der Name wieder Predator. Das Wichtigste an dem Handschuh, was bis jetzt noch keiner unserer Handschuhe hatte, sei denn vielleicht in den 70er Jahren, ist die komplett gestrickte Rückhand. Ihr seht vielleicht jetzt schon im Handschuh, dass er wesentlich näher, enger an der Hand liegt als sein Vorgängermodell. Der Einstieg ist nicht mehr wie in der Vergangenheit bei manchen Handschuhen angesetzt. Und aber auch kein durchlaufendes, nicht dehnbares Material, sondern wir haben dieses gestrickte Material als ein Teil durchgezogen und den Einstieg nochmal separat gestrickt, ohne dass eine Naht stört und dass der Handschuh absolut perfekt am Handgelenk anliegt. Für all diejenigen, die jetzt speziell diesen weißen Farbweg besonders toll finden und den gerne hätten, der ist leider nicht käuflich zu erwerben. Das ist lediglich unser Erlkönig, den alle Profis benutzt haben, um sich damit einzuspielen und sich auf den Handschuh einzustellen. So Guys, wir haben gehört, was die Idee hinter diesem Predator Pro Handschuh ist und was die Features sind. Ich würde sagen, ich gehe ins Tor, dann machen wir ein paar Freekicks, am Ende gibt es ein Fazit von mir und vorab nochmal vielen, vielen Dank an Keeperspot für die Bereitstellung dieser Handschuhe. Mein Fazit gibt es am Ende, ich gehe ins Tor. Marcel, Fatih, are you ready? Yeah. Let's go! Zerstörungszeit. Ja, du laberst zu viel. Come on, brother. Come on, I'm ready. Oh! Junge! Yeah. Ah, ja! Was ist Zerstörungszeit, Mann? Bruder, wie geht das denn, Alter? Nein! So. Ja, Junge! Schwach! Sicher gehalten! Sicher gehalten! Da! Junge, Junge! Yes! Oh! Komm! Ah, Junge, du hast Auge. So... Das Auge! Immer Auge, Alter, immer Auge! Komm, Junge! Junge! Trinke! Sicher! Ah, Junge! Ist da. Nein! Kennt ihr das? Safe? Safe. Ihr habt gehört, safe. Safe. Come on, brother, come on. Ansage ist da. Und Tor ist. Da! Yes! Was war das, Alter? Junge. Safe oder safe? Safe oder safe? Digga, Respekt an dich, Alter. Ich ziehe meinen imaginären Hut vor dir. Ah, oh, Mann, Alter! Komm, er ist heimlich für seine Freundin. Oh. Das hat sie gehört? Hä? Na, besser ist es, ja. Schau einfach, wie der reingeht jetzt, mein Freund. Oh! Ey, bock den Mann, jetzt ist heiß, Alter! Digga, wir sind voll angepissen, oder wie? Der ist angefressen, Mann! Also, Bayern München, wenn ihr einen neuen Torwart braucht. Ja. Digga, VfB oder Dortmund. Oder Trabzon. Komm mal weiter, Oh! Kannst du. Ah. No! Rabona? Safe, Bruder. Safe, oder? Oh mein Gott! Nicht schlecht. Yes, der ist drin, Junge! Oh mein Gott! Alter, die verarschen! Lass dich jetzt mal. Oh! Junge! Oh! Like a raging. Come on! 3, 2, 1, go! Oh! Das ist so ein
Was ist mit dem los, Alter? So guys, das Battle 2 gegen 1, Fatih Reus und Marcel gegen Karol ist zu Ende und der Gewinner, wie man es halt erwartet hat, Karol, Dankeschön dafür. Jetzt noch ein ganz, ganz kurzes Fazit zu den Predator Pro Handschuhen. Alles in einem ein richtig geiler Handschuh, kompakt, hat alles, was man braucht. Ich finde es sehr gut, dass der Handschuh mega, mega eng an der Hand anliegt, beinahe wie eine zweite Hand. Ich finde das Feature hier unten, das neue am Handgelenk, überragend. Bis dato habe ich immer bemängelt, dass der Handschuh am Handgelenk immer zu breit ist. Und diesmal hat Adidas es geschafft, einfach den Handschuh an das Handgelenk anzupassen, was für mich einfach pornös ist. Dafür auch ein riesen Daumen nach oben. Der Grip ist auch überragend, wobei ich den Fehler gemacht habe, dass ich diesen Handschuh nicht davor ausgewaschen habe. Deswegen an euch, jeder, der einen neuen Handschuh kauft, wascht diesen Handschuh, egal welchen, immer von jedem Spiel nochmal aus. Dann ist der Grip noch besser. Habe ich nicht gemacht, aber trotz alledem war er gut. Und nicht vergessen, like das Video, teilt das Video und schreibt unten in die Kommentare, welche Handschuhe ich noch testen soll. Eventuell Handschuhe, die es noch nicht gibt, weil ich komme an die Handschuhe ran. Bis zum nächsten Mal. Ciao.